Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn es ist heute endlich bei mir eingetroffen, die Glossy Box Dezember Edition. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen diese Schätzelein auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box habe ich im Jahresabo und zahle je Box 12,50 Euro, die erscheint monatlich und normalerweise erscheint sie eher als jetzt. Also ich habe auch schon gesehen, dass viele, viele, viele Unboxings auf YouTube zu finden sind zu dieser Box und dass die Leute noch nicht ganz so begeistert sind von dieser Ausgabe. Meines Wissens nach ist die Dezemberbox auch meistens nicht so ultimativ. Dafür knallt die Januarbox dann nochmal umso mehr rein. Ich weiß nicht. Also ich finde das Design schon mal richtig schön. Ne? Es ist glitzernd, es ist toll, es ist rosa, weiß, pink, gedönsen. Finde ich toll. Was steht denn drauf? Best Time of the Year. Ja, schon irgendwie. Also ich mag Sommer eigentlich lieber als Winter, um ehrlich zu sein. Ja, aber ich bin mal gespannt, was jetzt in meiner Box drin ist, denn nicht jede Box ist gleich befüllt. Wir werden gleich ein Heftchen finden, wo drin steht, was drin ist. Und da sind verschiedene Alternativprodukte auch immer aufgeführt. Das heißt, nicht jeder hat das Gleiche drin. Man gibt zwar so ein Beauty-Profil auch auf der Glossybox-Homepage, wenn man Abonnent ist, an, aber das heißt nicht, dass man, wenn zwei Leute das gleiche Beauty-Profil angeben, dass sie auch wirklich genau die gleichen Produkte bekommen. Das ist ein bisschen weird. Das ist so ein kleines Glücksspiel immer mit der Glossybox. Ja, ich habe auch einen Code, da kannst du die ein bisschen günstiger kriegen und ich kann dadurch Glossy Points sammeln, die ich dann im Look Fantastic Online-Shop, weil Glossybox zu Look Fantastic gehört oder umgekehrt, keine Ahnung, einlösen, beziehungsweise auch für Sonderboxen. Jetzt gerade ist zum Beispiel die Glossybox Young wieder rausgekommen, die kommt, glaube ich, alle zwei Monate und ja, die könnt ihr euch auch mal anschauen, die kostet 10 Euro pro Box eigentlich. Was wollte ich noch sagen? Heute ist der 16.12. Ich war ein bisschen traurig, dass die bei mir tatsächlich mal wieder so spät eingetroffen ist. Bei mir kommen die Sachen echt ganz schön spät an. Auch der Glossybox Adventskalender ist super spät eingetroffen und ich habe ihn immer noch nicht abgefilmt. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch dieses Jahr mache. Mal gucken. Ich laber mal wieder. Aber so ist das Leben eben. Also diesen Glitzer da drauf, den feiere ich wirklich hart. Ne? Ich verwende diese Boxen ja eigentlich immer als Versandkartons, wenn ich Verlosungsboxen packe. Das geht mir jetzt schon ein bisschen leidig ab, um ehrlich zu sein, diese Box dann weiter zu versenden, aber ich werde es trotzdem machen, ne? Bin ich ehrlich. Genau, ja, wenn man den Deckel entfernt, hat man halt von innen das Glossybox-Logo überall drin und das ist auf beigem Hintergrund, also es ist echt hübsch gemacht, ne? Also definitiv ein schönes Design. Doch, das gefällt mir schon mal. So, ja, so sieht das Ganze dann aus, wenn man dann das den Deckel entfernt hat und da haben wir zum einen das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und zwar steht hier wieder auf drauf. Best Time of the Year Edition. Genau, das ist diese hier. Hier hinten steht auch irgendwie ein Spoiler drauf. Hello Buddy Coco Milk. Hatten wir dich nicht in der Weihnachtsbox mit drin? Aber diese Box ist jetzt eigentlich zu leicht, als dass sie da nochmal drin sein könnte. Ich hatte übrigens auch so ein paar Werbeflyer mit dabei und da wollte ich euch mal kurz fragen. Dr. Smile scheint auch irgendwie so eine Influencer-Marke zu sein. Ich wurde da noch nie von angeschrieben, aber ich muss auch gestehen, ich habe damals eine Zahnspange getragen. Ich habe gerade Zähne. Ich brauche jetzt nicht noch eine Zahnspange, Leute. Und das hier ist wohl irgendwie ein 300 € Rabatt, wenn du den Glossy Smiler 2020 eingibst. Aber ich weiß nicht. Ist das so teuer? Keine Ahnung. Ich habe das damals als, ne, damals wurde das irgendwie wohl noch von der Krankenkasse bezahlt bei mir. Gott sei Dank. Ja, Glossy Box. Riecht nach nichts. Doch, ein ganz leichter Duft kommt raus. Aber ich kann jetzt auch nicht beschreiben, wonach das riecht. Leicht parfümiert, aber ich kann jetzt Ich kann euch einfach nicht sagen, wonach das riecht. Wir haben hier so ein Seidenschleifchen. Hier steht auch überall Best Time of the Year drauf. Also dieses Design lässt natürlich schon sehr hoffen. Und wenn da jetzt natürlich nicht das drin ist, was man erwartet, dann ärgert man sich wahrscheinlich. Ich mache jetzt von dem Seidenpapier mal den Klebi auf. Und habe dann hier den ersten Blick in die Box. Die ist bei mir auch wirklich leicht und nicht so prall gefüllt, wie wir das manchmal haben. Aber in der Glossy Box hast du halt auch sowohl Drogeriemarken als auch sehr, sehr hochwertige Marken drin. Deswegen ist es okay. Und ich schaue immer ganz gerne, was die Leute sich dabei gedacht haben, als sie die Box gepackt haben. Abschiede können so schön sein mit der Best Time of the Year Edition.
Naja, ja, also der Abschied von diesem Jahr fällt uns, glaube ich, allen nicht allzu schwer. Verabschiede dich von 2020 auf die schönste Art und Weise, und zwar mit Hilfe der Beauty Essentials unserer Best Time of the Year Box im winterlichen Special Design. Ein lehrreiches Jahr voller unerwarteter Ereignisse liegt fast hinter dir. Höchste Zeit, sich das mehr als verdiente Beauty Treatment gepaart mit jeder Menge Selbstliebe zu gönnen. Tolle Produktinspirationen für deine winterliche Routine und classy Feiertagslook findest du in deiner Dezemberbox. Los geht's. Wir haben für ein paar farbintensive Must-Haves gesorgt. Damit setzt du gezielt Akzente und kreierst sinnlich feminine Looks, passend zur Festtagsstimmung im Dezember. Schließlich soll deine Beauty besonders an den Feiertagen nicht zu kurz kommen. Auch die restlichen Produkte sollen dir schönste Me-Time sowie ein überraschendes letztes Unboxing in diesem Jahr bescheren. Und denk immer daran, die beste Zeit ist jetzt. Nun liegt es an dir, die letzten Tage und Wochen des Jahres maximal wertvoll zu nutzen. Hab einen wundervollen Dezember voller Zauber und Liebe. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Also ich sag's mal so, durch das Design der Box, durch diesen Teaser, in diesem, was drin sein könnte, man ist eigentlich ziemlich gehypt und denkt sich, wow, was geht da jetzt ab? Die ersten Produkte, die hier immer so aufgeführt sind, sind die Produkte, die immer in der Box mit drin sind. Da haben wir ein Lippie, da haben wir einen Nagellack, da haben wir ein Rose Spray, und dann kommen halt so Alternativprodukte. Wenn ich das jetzt einmal so grob durchblättere, mal gucken. The Power of Beauty Edition ist im Januar dann unterwegs. Mit dem Besten aus Pflege und Beauty gewappnet starten wir voller Vorfreude in das neue Jahr. In deiner The Power of Beauty Edition warten Must-Haves, die dich auf kraftvolle und pure Weise auf ein neues Beauty-Level katapultieren. Mach die Gedanken frei, richte den Blick auf dich und deine liebevolle Beauty- sowie Pflegeroutine. So blickst du entspannt einem energiegeladenen Neustart entgegen. Wir freuen uns darauf, ihn mit dir gemeinsam zu erleben. Also da ist jetzt nicht so ultra viel geteasert, außer eine sehr hübsche junge Frau tatsächlich, die sehr lasziv über ihre Schulter schaut. Aber wie gesagt, wir gucken jetzt mal in die aktuelle Box, und da finde ich zuallererst dieses Produkt von Batiste. Haben wir öfters im Beautyboxen mit drin, ne? Das kostet irgendwie so 1,95 oder so. Hier habe ich jetzt das Floral and Flirty Blush in der Reisegröße. Benutze ich nicht. Ich wasche mir jeden Tag die Haare, weil ich das anders einfach nicht haben kann. Ich raste aus, wenn ich mir nicht jeden Tag die Haare wasche. Nicht, weil ich es jetzt unbedingt müsste, sondern weil ich mich einfach damit wohler fühle, ne? Ich habe jetzt heute Bommel getragen und mein Ring hängt drin. Deswegen sind meine Haare jetzt auch sowieso ein bisschen voluminöser. Genau, aber so sehen dann halt meine Haare einfach abends aus. Jetzt durch die ganze Heizungsgeschichte auch ein bisschen frizzig, aber eigentlich gefallen die mir. Also ich benutze wirklich kein Trockenshampoo. Ich mag das Gefühl nicht, wenn es so klebrig ist. Ich möchte mir einfach durch die Haare packen können, ohne dass ich irgendwelches Produkt dran habe, sei es Trockenshampoo oder Haarspray. Dann haben wir als nächstes ein Produkt von Nude Sticks hier drin. Das ist halt so ein klassischer roter Lippenstift. Gel Color Lip and Cheek Balm. Das finde ich aber nett, dass es auch für die Wangen ist, wobei in der Farbe ist heftig. Und ich habe die Farbe Siren. Ich weiß nicht, ob das eine Probiergröße ist oder ob das die Originalgröße ist. 2,5 Gramm. Den werde ich jetzt behalten. Ich muss wirklich ein bisschen lachen, ne? Bei den ganzen Adventskalendern habe ich immer wieder gesagt, ach komm, rote Lippenstifte möchte ich dieses Jahr nicht aus den Adventskalendern behalten. Jetzt hauen die Leute in diese ganzen Dezemberboxen alles voll mit roten Lippenstiften, und ich behalte sie einfach gefühlt alle. Ja, das ist eine Logik, die muss kein Mensch verstehen. Die verstehe ich selber gar nicht. Nude Sticks ist, glaube ich, auch eine mega teure Marke. Der ist rot, ne? Also ich weiß nicht, wie das dann funktioniert. Ciao. Nein. Wie das dann funktionieren soll, wenn ich den wirklich auf meine Wangen gebe. Also ich mache das jetzt einmal so, dass ich den auftrage, und dann auf der Seite nehme ich den und verblende den, weil der ist schon sehr, sehr intensiv und sehr cremig. Aber es sieht schon schön aus, aber schon intensiv, ne? Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist schon intensiv, aber ich finde es schön tatsächlich. Ne? Dann vielleicht auch, wenn man das so ein bisschen mehr mit der Foundation auch vermischt, dann kann das durchaus auch eine tragbare Geschichte auf den Wangen werden. Gibt auf jeden Fall eine schöne Frische. Ja, und so ein Rot, ne? Das ist nie weg. Also super, super soft ist dieser Stift gerade gewesen auf meiner Haut. Das war echt sehr cremig, und das soll ja auch Cream Gel, schlag mich tot sein, Gel Color Lip and Cheek Balm, genau. Ja, so kommt er auch rüber. Okay, als nächstes haben wir einen Nagellack, den ich aber von der Farbe richtig schön finde. Nailberry Paris London Oxygenated Nail Color. Das ist dieser hier, und das ist so ein schöner
Kirschrot, Beerenton, würde ich jetzt so in der Art sagen, das gefällt mir. Also, ich weiß nicht, ob ich so eine Farbe schon habe bei meinen Nagellacken, aber das wäre eine Farbe, die mir gefallen würde. Es ist cruelty-free, 15 ml, ist auch ganz schön viel, und das ist Strawberry Jam, okay, also quasi Erdbeermarmelade. Also, nach Erdbeer sieht die Farbe meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt aus, ist aber eine schöne Farbe, auch in Kombi mit dem Lippenstift kann ich mir das gut vorstellen, zu Weihnachten, ne? Das ist eine schöne Geschichte. Aber tatsächlich packen jetzt sehr, sehr viele. Aber nicht jeder bekommt so viele Boxen, ne? Nee, ist okay. Ich sag mal so, wenn du ein, zwei Boxen im Abo hast, dann ist das alles okay. Bei mir trudeln ja doch ein paar mehr Boxen ein, deswegen. Ne? Ja, als nächstes haben wir hier ein Produkt drin, was ich gerne mag. Das habe ich auch schon aufgebraucht. Das ist von Shabens die Luxusmaske Golden Glamour. Aktiviert die Zellen, verfeinert den Teint mit Gold, Champagner und Perlen. Ja, das sind zwei Anwendungen hier drin. Shabens hat total tolle Masken im Sortiment. Also die sind sehr, sehr hautverträglich. Mag ich gerne leiden. Gefallen mir immer sehr gut. Auch das Ergebnis, wenn ich die dann runtergenommen habe, gefällt mir sehr gut. Du siehst aber nicht aus wie die Lady, um ehrlich zu sein, weil du glitzerst jetzt auch nicht so wie die Lady. Das sieht eher aus, als hättest du so Babydurchfall im Gesicht, um ehrlich zu sein. Aber es ist eine wirksame Maske. Ja, doch, die macht schon, was sie soll. Die macht auch so ein bisschen, meiner Meinung nach, ne, dass die schon das Hautbild verfeinert und so, aber sie gibt auch Feuchtigkeit. Und das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Deswegen ist ganz cool, dass es drin ist. Und ich feiere Boxen immer dafür, wenn wir hier Masken drin haben. So, normalerweise hast du auch in der Glossy Box 5 Produkte drin. Ich habe jetzt 6 Produkte drin. Wahrscheinlich liegt das daran, dass die Shabens Maske eine Goodie-Geschichte war oder so. Hast du manchmal mit dabei. Dann ist es preislich nicht aufgeführt. Aber ich blende euch ja auch die Preise hier überall ein. Als nächstes habe ich hier eine Tube drin und das passt jetzt sehr gut. Ein Sanitizer-Gel, ein Händedesinfektionsgel von Your Sanitizer. 60 ml mit 75% Ethanol, Aloe Vera und Vitamin E. Und ja, eine Lösung zur Anwendung auf der Haut zur hygienischen Händedesinfektion, Bakterizid, Fungizid, Tuberkulozid und Viruzid. Ja, läuft bei ihm. Können wir auf jeden Fall auch sehr gut gebrauchen. Ich würde aber fast schon bei dieser Boxenzusammenstellung oder Boxenkonstellation behaupten, dass dieses Produkt ein Goodie ist, oder? Oder? Ich weiß nicht. So nach dem Motto, Leute, ne, ist jetzt gerade Corinna unterwegs und da achtet mal drauf, dass ihr das verwendet. Kann ich mir auch vorstellen. Und dann wäre es auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte, weil das dann ja noch on top draufgelegt worden ist, weil diese Boxen sind ja eigentlich schon sehr weit im Voraus geplant und dann so ein aktuelles Produkt mit reinzupacken, ist irgendwie schon ganz cool. So, das letzte, was ich hier drin habe, ist auch ein Produkt, was cruelty-free ist, parabenfrei, vegan, sulfatfrei und so weiter und so fort. Und zwar von Grace and Stella, ein Spray All Day Rose Spray, ein Hydrating Facial Spray. Das finde ich toll. 30 ml sind hier enthalten. Und das machst du dir einfach so übers Make-up drüber, über alles Mögliche. Und das einfach so den ganzen Tag über. Theoretisch könnte ich mir das einfach hier auf den Tisch stellen. Oder auf Arbeit hinstellen, ne? Weil jetzt so haben wir ja gerade diese ganze trockene Zeit mit der Heizungsluft oder wir haben zum Beispiel einen Kamin an bei uns und ich merke das halt richtig, dass wir sehr, sehr, sehr niedrige Luftfeuchtigkeit bei uns haben. Also bei uns im Wohnbereich haben wir, wenn der Kamin an ist, manchmal sogar unter 20%. Also da müssen wir auch immer zusehen, dass wir lüften. Das ist echt nicht gut. Und das merke ich in der Haut, das merke ich auch natürlich im Kreislauf und so weiter. Aber was jetzt die Haut angeht, können wir mit dem auf jeden Fall entgegenwirken. Das finde ich ganz nice, einfach so für zwischendurch. Jo, ne? Genau. Und das ist halt so ein Spray. Gut, 30 ml ist jetzt nicht die Welt, aber ich glaube, dass es auch recht hochwertig, hochpreisig ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und das mache ich mir doch jetzt einfach mal drüber. Und erstmal den Sprüher an. Oh, schön. Oh, das riecht ein bisschen nach Rosins. Also wer dieses Rosins-Rosenwasser nicht so gerne mag, hat da wahrscheinlich Probleme, aber ich mag das. Oh, das ist sehr, sehr angenehm. Und das riecht auch gut. Oh, Es wirkt auch gerade schön auf meiner Haut. Das ist echt angenehm. Also sowas mag ich auch gerne. Ne, das verwende ich auch ganz gerne. Doch, das ist toll. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Fixing-Spray-Ersatz nehmen. Ich glaube, dafür ist es auch nicht unbedingt geeignet. Hier, doch. Before or after Make-up kannst du es auch verwenden. Ja. Ja, kannst du dir theoretisch immer wieder drauf machen. 4 bis 5 Mal sprühen wahrscheinlich, ne? Mist 4 bis 5 Sprays onto face. Ja. Finde ich geil. Sieht man jetzt nichts von. Aber es ist halt, ne, Feuchtigkeit mal eben zwischendurch. Und das war jetzt auch schon die Glossy Box.
Kann ich nachvollziehen, weswegen die ein oder andere da vielleicht ein bisschen enttäuscht von war. Irgendwie schon, weil wir halt sehr, sehr klassisch unterwegs sind, ne? Also ein roter Lippenstift ist klassisch, roter Nagellack ist klassisch, Trockenshampoo ist auch sehr, sehr klassisch, haben wir halt öfters mal drin. Was ich aber sehr speziell finde und was ich auch gut finde, ist auf jeden Fall dieses Rosenspray, das feiere ich echt sehr, das mag ich. Sieht echt gut aus. Und ich feiere auch diesen Hand Sanitizer, dieses Händedesinfektionsgedönsen, weil es einfach jetzt zur Zeit passt. Ja, und dass wir jetzt hier diese Luxusmaske von Shams mit dabei haben, auch das ist eher so ein Klassiker in den Masken, in den Masken, in den Boxen drin. Aber trotzdem eine schöne Geschichte. Ich finde aber, wie gesagt, ne, den Nude Sticks, den mag ich ganz gerne leiden. Das ist ein wirklich schönes Kirschrot, das mag ich wirklich leiden. Den Nagellack werde ich mir wahrscheinlich heute Abend sogar drauf machen, weil ich den sehr ansprechend finde. Einfach diesen Pinkstich mit in diesem Rot auch mit dabei. Gut, das Trockenshampoo wandert weiter, aber ansonsten für mich durchaus eine brauchbare Box. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass 12,50 € halt für diese Box ausgerufen wird, nämlich sehr, sehr wenig. Dementsprechend lohnt es sich schon, sich diese Box halt zu holen, sich die anzuschauen und ja, ne, es ist eine Win-Win-Situation schon. Und wie gesagt, wenn du Bock hast, kannst du auch gerne die Box abonnieren. Dafür kannst du gerne meinen Code verwenden, den ich dir eben eingeblendet habe. Und ja, aber ich kann nur empfehlen, euch immer mal wieder so Unboxings anzuschauen. Ich habe schon wieder mein. Das ist immer die Sache mit diesen offenen Ringen, ne? Da verfangen sich immer meine Haare drin. Genau, ich kann euch nur empfehlen, euch die ganzen verschiedenen Boxen mal anzuschauen, also die Unboxings anzugucken. Und dann seht ihr auch so ein bisschen, was ungefähr immer in den Boxen mit drin ist. Und dann kann man sich halt auch entscheiden, welche Box dann am besten zu einem passt. Man kann natürlich auch das flexible Abo bestellen, das dann halt wirklich nur für einen Monat eben kurz laufen lassen, dann direkt abbestellen, um einfach nur mal zu gucken, was ist denn so in der Box drin. Das kostet dann in dem Fall jetzt hier 15 € für eine Box. Finde ich auch gerechtfertigt bei den Produkten. Also von daher, ne, für mich eine gelungene Kiste. Schreib mir gerne deine Meinung dazu unten in die Kommentare. Würde ich mich echt drüber freuen und ich streiche gerade hier so meine Pinsel, die neben mir stehen. Es tut mir leid, das ist gerade so ein beruhigendes Gefühl, denn ich hatte einen heftigen Arbeitstag. Aber gut, ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!